Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staxel mit dem Bärchen und dem Ogrim. Hallo. Und den Tieren und dem zu großen Tisch. Und hallo, es ist immer noch Herbst, gell? Der Tisch ist echt zu groß. ich glaub, Fer hat bestimmt Hunger. Ja, ich hab Futter mit hier. Guck da. Da. Friss Fer. So. Diese Lampe, die ist schon cool. Die hat was. Illuminiert das so. Die hat wirklich was. So. Was wollen wir denn machen? Du musst noch die Wand fertig setzen. Genau. Und dafür brauche ich Fenster. Ne? Wir wollten uns langsam mal um das Museum kümmern. Und das Museum steht auch auf unserem Plan. Also wir machen erstmal das Haus jetzt fertig. Ne? Das heißt, die Wände sind, glaube ich, jetzt komplett. Ich gehe jetzt einmal rum. Das heißt, wir brauchen nur noch das Fenster. Dann könnten wir uns eigentlich um das Museum kümmern, ne? Ich glaube, ich hole aber nochmal so Büsche. Okay, dann holen wir Büsche. Weil die sind ganz cool, finde ich. Oh, hier ist nochmal ein Irrlicht. Hä, warum kann ich das nicht einfangen? Hallo! Jetzt. Okay, wie heißt denn die das? Fenster, was wir da einbauen. Ranch-Fenster, glaube ich. Ja, also so groß. Das gibt's auch ein kleiner, ne? Kleiner und ein groß. Eins, aber irgendwas zwei, stimmt bei mir nicht, drei, Bärchen. 4, 5. Ja, was denn? Wo bist du? Ich bagge hier fest. Ja, du stehst da. Bei mir laufe ich. Ja, aber du stehst hier, du bist den Weg hier runtergegangen. Und guckst in Richtung des Events. Jetzt bist du weg. Oh. Ja, weil ich mich nach Hause geportet habe. Ach so. Also. Das ist doch schon mal gut, weil dann, wissen wir dann, dass wir uns porten können. Okay. Gut, dann hole ich mal die Ranch-Fensters. Fenchers. Die Ranch-Fensters. Ranch-Fensters, yes. Ranch-Fensters. Ich bin der Cowboy. Und ich hole jetzt Ranch-Fenzers. Ranch-Fenzers. Hier, der Wallen, der läuft hier auch rum. Ach, weißt du was? Beim letzten Mal, ich war ja beim letzten Mal so müde in der Aufnahme. Ich war so kaputt, ne? Ja. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das hier ein Zeppelin-Dings ist. Hä? Was für ein Zeppelin? Ja, hier. Warte mal. Wo wir letztes Jahr waren. Erstmal verkaufe ich hier den ganzen Gelümp. Die ganze Zeit, wo ich dachte, das wäre ein Fischstand, ist aber eigentlich ein Zeppelin-Teil. Ach ja, das, was ich dir gezeigt habe, meinst genau, du? Genau, das, was du mir gezeigt hast und so. Ja, das ist so ein Zeppelin-Dingens. Ja. 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 Vielleicht sollten wir das auch fertig bauen, dann können wir vielleicht fliegen oder so. Das wäre cool. Aber ich denke mal, das Museum für Wallen und das Haus sollten wir auch machen. Ja, siehst du, haben wir schon mal drei egal. Ich brauche Kaffee. Bauprojekte, jetzt habe ich's. Zwei Banken fertig, 10 Seil fertig, ein Pinnwand fertig. Ja, also, und? Das Ranch-Fenster finde ich aber hier nur in groß. Wo sind das denn schmal? Du kannst du, brauchst ein Rezept für. Okay. Also einmal Ranch-Fenster. Ranch-Türen, Samtur. Kaffeetisch, einfache Kommode, Hühnerfutterstelle, Salzzaun, Fass, Ranch-Treppe, gelb gepunkteter Teppich, großes. Aha, ich habe automatisch das kleine schon geholt als Rezept, das ist schon mal gut. Dann kann ich das nämlich selber lernen. Irgendwie spackt mein Staxel gerade. Hallo? Ja, lass mich doch raus jetzt! Was machst du da? Ich versuche hier aus dem Gespräch rauszukommen, das geht aber nicht. Ja, so einfach geht das nicht.
Ich weiß nicht, was hier los ist mit dem Kack. Doch nicht gegen das Spiel. Nee, aber ich backe hier. Ich gehe mal kurz Spiel beenden. Ja. Du musst mich nochmal einladen. Ich weiß nicht, was los ist. Okay. Dann mache ich mal eben hier einen kleinen Cut. Bis gleich, ne? Tschüssi. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder mit einem Mini-Cut und so. Da ist der Ockrim. Der hat einmal neu geladen. Und ich schon wieder voller Tatendrang. Ja. So. Ich habe ja Ranch-Fenster. Ich kann Ranch-Fenster nicht richtig aussprechen, weil ich eigentlich ein halber Texaner bin. Deswegen spreche ich auch nur halb Texanisch. Und der Rest ist Deutsch, ne? Richtig. Und darum werde ich jetzt hier. Und dann, was ein richtiger Ranch-Fenster, Rancher ist, dann hat er natürlich auch Ranch-Fensters dabei. Richtig. Genau. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Richtig. Ja, und was hat der Ockham die ganze Zeit gesagt? Richtig. Richtig. So, ich habe mal dem Klo auch mal Fenster gegeben. Okay. Ja, ich weiß doch, welches Lüftchen manchmal so kommt, ne? Ja, es ist wie es ist. Man kann es nicht unterdrücken. So, jetzt kann ich Apfelpüree. Jetzt will ich nur wissen, wie das geht. Hier. Naja, ganz viel Äpfel essen und dann Durchfall bekommen. Apfel und weißer Zucker. Haben wir Dings nochmal angebaut? Was haben wir? Zuckerrohr, so? Natürlich nicht. Sehr gut. Natürlich. Genau das wollte ich hören. Das, was am meisten Geld bringt, haben wir natürlich nicht angepflanzt. Fällt dann. Warte, soll ich mal ein Feld anbauen hier? Ja, mach mal. Ich weiß halt nicht, ob die im Winter... Nee, wahrscheinlich nicht. Wir haben halt nicht mehr viel vom Herbst, bevor wir jetzt halt Geld ausgeben. Warte mal. Ja, also jetzt ja oder nein? Weiß nicht. Wir haben Herbst nicht, ne? Dann aber was anderes, was im Winter? Ja, gibt's irgendwas, was schnell gewächst und gedeiht? Ich hab keine Ahnung. Ich krieg keinen Blassen. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich noch lohnt, so. Aber warte mal. Wie viel gibt das denn? Ich kann ja Zucker beim Dings kaufen, dann. Oder? Ja, du kannst auch Zucker kaufen. Nein. Ich habe gerade ein paar Bienenkönigin gefunden. Das heißt also, wir haben mal wieder Geld. Yay. So, was brauche ich denn? Ich brauche 4x Bauholz, glattes Bauholz und eine Glasscheibe und billiger Lack. Ich kann überhaupt keinen Zucker bei Life kaufen. Was ist denn das hier? Was für ein Ei? Da kann ja gar nichts, ey. So billiger Lack. Holz kann ich kaufen und Brot. Widerlich. So, billiger Lack kann ich gar. Das ist Bauholz, haben wir auch. Also, das brauchen wir. Glattes Bauholz. Ach, das ist das, genau. Dann nehme ich mal das Rohholz mit. Und eine Glasscheibe. Kannst du mal gucken, ob du Glasscheiben kaufen kannst, bitte? Sofort. Blaubeerbusch. So, was? Glas? Oder muss ich wahrscheinlich zu der anderen Tante da gehen? Die, dessen Name nicht genannt werden darf. Nee, ich weiß echt, ich vergesse jedes Mal, wie die heißt. Keine Ahnung. Genau, das meine ich. Wie viel Glas brauchst du? Weiß ich gar nicht. Hol mal 2, weil ich eigentlich nur 2 kleine Fenster haben möchte. 2 Glasscheiben. Okay, bring ich dir mit. Ich guck mal nochmal in die Bauanleitung, weil hier steht, das finde ich ein bisschen schade, Ranch-Fenster, 4 Bauholz, glattes Bauholz, Glas. Ich glaube, pro Fenster, was ich brauche, brauche ich Glasscheiben. Okay. Da ich nur 2 machen möchte, passt das ja.
Ich habe noch mal Irrlichter, drei Stück. Ich bin der Irrlichtmaster. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo die... Ah, da ist die Ria. Nee, Quatsch. Die Ria. Eins, zwei. Bring drei mit. Ach, verdammt. Jetzt bin ich gerade fort. Nicht schlimm. Nicht schlimm, okay. Obwohl, vielleicht doch. Kann man, kann man Glas nicht sehen. Mach vier, mach mal vier, sicher ist sicher. Okay. Kann man Glas nicht selbst herstellen? So, bestimmt, das... bestimmt kann man das, aber wahrscheinlich wir noch nicht. So. Jetzt habe ich vier Glas. Vier Glas für eins Bärchen. Kein Glock? Klasse Glock? Okay. Ja? Ich hoffe. Hallo. Hey, heute, ne? Will mein Spiel nicht so wie ich. Riha! Kleinen Grabstein von der Gericht. Oh, schön. Den stelle ich, glaube ich, auch noch. Ja. Irgendwie... Was ist denn los jetzt? Ups. Irgendwie will mein Spiel heute nicht richtig. Welchen ich... Ja, wir können ja gleich mal nach der Aufnahme, wir sind ja nur noch ein paar Minuten. Dann kannst du ja mal einfach einen Neustart machen. Ja. Dann behalte ich das Glas auch erst nochmal hier die Aufnahme, nicht, dass es nachher verloren geht. Das können wir tun, ja, sonst. Ja, hinterher schmeißt es jetzt raus, das sind Irrlicht. Ja. Ja, ich habe gerade irgendwie Grafikbugs oder sowas. Keine Ahnung. Dann sammle ich nochmal ein paar Bugs. Du hast welche und ich sammle welche. Sehr gut. Ist ja eh gleich soweit. Richtig. Ich frage mich, ob irgendwann mal Monster hier auftauchen. Ich glaube fast nicht, oder? Wäre es auch. Es muss mal... wohl irgendwie so ein unterirdisches Tal geben. Ja, ist das mal häufiger. Ich habe es auch schon beim Neo und bei der Juhu Let's Play gesehen. Dafür Grüße nochmal an euch beide. Die haben das schon gefunden. Das heißt, irgendwo muss es wohl tief runtergehen und da ist dann so ein Tal. Oder willst du nicht doch mal eben rausschmeißen, jetzt wo du etwas flüssiger. Ja, danke. Weil dann kann ich mir schon mal Glas schnitzen. Und was wir haben, haben wir, ne? Fliesen, schnitzen. Schnitzen. Zack. So. Jetzt kann ich es hier auch wieder. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen buggy, mal. Passiert. So sieht's aus. Jawohl. Kraft, 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 Kraft. Kraft, wer der kraftet und ich stehe rum. Ich glaube, ich gebe denen nochmal. Die haben doch eh wieder Hunger. Die fressen uns die Hand von Pop, gell? Das ist so das unglaublich. Warte. Wir wären Millionäre, wenn die nicht so viel fressen würden, ey. Ist nicht denen ihr Ernst, ne? Was denn? Jetzt wollen sie nicht mehr. Ich habe den jetzt 6 Portionen Fressen da reingefüllt. Gehabt.
Sechs Portionen? Du kannst immer nur einen reinmachen. Ne, das sind immer zwei pro Schälchen. So. Ja. So, schaffe ich das noch? Ne, schaffe ich nicht mehr. Ne, wahrscheinlich nicht. Gut, weil jetzt fehlt nur noch ein großes Ranchfenster. Ja, das können wir ja morgen machen. Ich hab noch eins. Ha! Sehr gut. Oh, guck mal, wie viel Platz hier auf einmal ist. Wahnsinn. Wobei ich schon am Überlegen bin, dass ich hier nochmal eine Zwischenwand reinsetze. Aber egal, wir gehen jetzt schlafen. Neuer Heimatpunkt gesetzt. Ja, guck mal, wir haben 10. Das könnte echt knapp werden mit dem Herbst. Ich weiß nicht, ob der nächste Monat noch in den Herbst rangeht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube fast nicht. Ich aber wir werden es erfahren, wenn der Winter kommt. Und der Winter wird kommen. Der Winter wird kommen. Nee, so. So. War wieder eine schöne Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar und die Glocke und ein Abo und überhaupt und irgendwo und frohe Ostern, ne, falls wir uns ne, ist ja in der Osterwoche jetzt, ne? Genau, frohe Ostern, ne? Feiert schön. Feiert schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.